Hallihallöchen zusammen und willkommen zu einem weiteren Mega-Opening. Ja, dieses Mega-Opening besteht aus einigen Karten, die ich herangetradet habe und aus einigen Karten Spenden. Und es dreht sich ausschließlich um Legendary Collection Kyber-Karten. Vorneweg sei gesagt, es ist hauptsächlich der Bulk, also wer hier die ganz teuren Karten erwartet, wie Ash Blossom, der ist hier fehl am Platz, also es ist halt wirklich eher so, dass Zeug um ein paar Cent geht, vielleicht auch ein paar Euro, es sind auch zwei Karten oder drei Karten dabei, die ein bisschen mehr gehen, aber das war's dann auch, aber wer sich generell einfach für dieses Set interessiert und sehen möchte, was ich mir da rangeholt habe, der kann sich das jetzt weiter angucken, Leute, die nur gerne Videos gucken wollen, viel Wert auch präsentiert wird, für die ist das jetzt eher nichts. Gut, wir fangen an mit den Secret Rares diesmal, da das einfach bedeutend weniger sind als die Ultra Rares. Wir haben einmal Ruf des Grabes, eine richtig coole Karte, ja, ein schöner Reprint, gefällt mir. Sind übrigens sehr stark gebandet, aber gut, das ist ja keine Beschädigung, das werde ich überleben. Dann haben wir den Drachenmeister-Ritter, ja, jetzt gibt es ihn auch nicht, also jetzt muss man nicht auf das Retro-Pack zurückgreifen, um diese Karte zu erlangen. Ich glaube 70 Cent oder was der ging. Dann haben wir den Blue Eyes Shining Dragon. Oder den leuchtenden Drachen, gilt natürlich auch für den. Ist auch eine Retro-Pack Secret normalerweise. Schweineteuer. Leuchtfeuer des Weißen. Dann haben wir den blauäugigen silbernen Drachen. Oder blauäugige silberne Drache. Ich finde, in Secret Rare sieht die Karte tatsächlich extrem gut aus. Ja, richtig schön. Gefällt mir sehr gut. Dann haben wir den A-Angriffskern. Eine Defusion. Auch eine sehr schöne Karte. Ich finde ja Polymerisation, die ich leider Gottes nicht besitze in der Seltenheit hier. Extrem gut in Secret, beziehungsweise aus dem Set. Dann der Zerstörungsdrache in Secret, die man ja auch als Promo bekommen kann, wo sich viele drüber aufgeregt haben. Dann die Melodie des erwachenden Drachen war auch mal, glaube ich, eine sehr spielstarke Karte. Die gab es, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche, mal in einem Starterdeck. Da ging sie dann auch recht viel. Dann eine Karte, die ich persönlich extrem schön finde. Majestät mit den blauen Augen. Ist in Secret Rare einfach unglaublich schön. Das Artwork ist im Allgemeinen schon Bombe, ja, aber in Secret Rare ist das einfach unschlagbar. Richtig geil. Ich glaube, ansonsten ist das nur das Kamen rausgekommen. Was für eine Verschwendung das damals war. Dann haben wir C Crush Wyvern in Secret. Dann Ketten verschwinden. Später kommen auch nochmal Doppelte. Ich habe aber, glaube ich, die Karten so sortiert, dass zuerst die Nicht-Doppelten kommen. Dann haben wir der Weise mit den blauen Augen. Der war mal richtig viel wert aus Shining Victories, ein Ultra Rare. Den habe ich mal gespendet bekommen. Habe halt gedacht, das ist eine Random Ultra aus dem Hauptset. Und dann ging die 26 Euro oder so. Das war richtig heftig. Dann haben wir die Schleife der Zerstörung in Secret, ebenfalls eine der Probokarten. Anti-Raigeki, auch eine teure Tournament-Pack-Karte, die hier in Secret reprinted worden ist. Die Tournament-Pack-Karte ist dementsprechend ein bisschen im Preis gesunken, aber wirklich nur minimal, also die geht immer noch ihre 250. Sehr schön, allerdings ist halt wie bei Ruf des Grabes irgendwie der Secret-Rare-Effekt nicht so sonderlich ausgeprägt, was mir jetzt aber auch nicht unbedingt stört. Der haben wir gleich zweimal direkt. Ja. Dann wieder eine Blue-Eyes-Karte, die unglaublich gut aussieht in Secret, nämlich Ruf des Silbernen. Auch eine extrem schöne Karte. Ich persönlich finde ja, dass das eigentlich das Artwork von Blue-Eyes im Movie-Pack hätte sein sollen. Weil das Movie-Pack-Artwork gefällt mir halt nicht wirklich, aber das wäre so episch gewesen. Aber gut, dann haben wir es halt als Zauberkarte. Trotzdem mega nice. Und gleich zweimal natürlich. So, dann haben wir den Neutronenblitz. Eine Karte, die ich jetzt optisch in Ultra aus dem Set nicht so gut fand. In Secret Rare gefällt sie mir etwas besser. Ist aber trotzdem noch etwas zu blaulastig, finde ich. Auch ins ultimativer Blue Eyes ist es zu blaulastig. Einfach im Verhältnis zum Kartenlayout ist kein Kontrast da. Genau, gehen wir gleich zweimal. Dann haben wir die Priesterin mit den blauen Augen. Auch eine sehr schöne Karte, haben wir auch zweimal. Die ist für den Secret Rare Effekt gemacht. Genau, dann haben wir das Verbrecher-Duo. Die geht, glaube ich, 3 Euro oder so. Auch nicht die Welt, aber immerhin ein bisschen was. War auch zweimal dabei, sehr schön. Sieht echt cool aus.
Gibt es aus Dark Beginning und war die in SRL, MRL oder PSV, war die, glaube ich, drin, wenn ich mich nicht täusche. In Ultra Rare als Original. Genau. Dann haben wir B. Buster Drachling. Den müssen wir auch zweimal haben. Ja, den finde ich sogar auch recht cool von Optik her. Dieses ABC, diese Effektmonster-Varianten, finde ich eigentlich richtig cool von der Optik her. Mein Liebling ist da der Crush Wyvern. Dann haben wir, oh Gott, die weiße Fallgrube, diese Namensänderung, echt schlimm. Das ist auch der Reprint einer Tournament-Pack-Karte. Aber gut. Naja. Ich finde die Namensänderung halt einfach furchtbar, muss ich ganz ehrlich sagen. Eigentlich ist es ja das weiße Loch, nicht die weiße Fallgrube. Oh, haben wir sogar dreimal. Ja. Auch richtig cool, auch ein schöner Reprint. Jetzt kommt man beide auch mal an ein Exemplar, ohne dass man gleich 20 Euro zahlen muss. Dann Zuflucht, der Unterwäldler. War auch als Playset dabei. Genau. Dann die Drachenauferstehungs-Rhapsodie. Finde ich vom Artwork jetzt nicht unbedingt hässlich, aber ich finde sie jetzt auch nicht unbedingt unglaublich schön. Das ist halt für mich eher optisch eine Random-Karte. Soll aber ganz gut sein, habe ich gehört. Ich weiß es nicht. Ich kann nicht viel dazu sagen, aber ja, passt. Nehmen wir mit. Dann haben wir die Göttin der süßen Rache. Ja, die finde ich optisch eigentlich auch ganz cool. Soll an sich auch ganz cool sein. Wie oft hatten wir die denn dabei? Die haben jetzt auch zweimal dabei gehabt, genau. Nehme ich auf jeden Fall auch gerne mit und ich persönlich finde sie in Secret ein bisschen schöner als in Ultra. Genauso wie den hier, das ist der königliche Herr der Drachen. Das ist auch meine Lieblingspromo aus dem Set. Den finde ich richtig cool von Optik her, mit der Gitarre, mit den drei Hälsen. Ich frage mich halt natürlich immer noch, wie man die Gitarre spielen sollte. Ne? Ich meine, es gibt ja tatsächlich Gitarren mit mehreren Hälsen, mit zwei Hälsen zum Beispiel, aber drei habe ich noch nie gesehen. Ja. Auf jeden Fall richtig nice. Ja, der königliche Herr der Drachen. Gefällt mir sehr gut. Dann haben wir den Stein der Legende. Der ging, glaube ich, auch ein Euro irgendwas oder so, wenn ich mich nicht täusche. Den haben wir hier auch als Playset. Genau, richtig cool. Dann haben wir den Drachengeist des Weißen. Der kam ja ursprünglich in Ultra aus Shining Victories raus. Haben wir auch zweimal. Und ja, der gefällt mir eigentlich auch ganz gut. So als Blue-Eyes-Karte kann man akzeptieren. Und ja, genau. Ich glaube aber, der ist auch in Ultra schon nicht mehr viel wert gewesen, weil er halt irgendwie nicht spielstark war oder ein Reprint bekommen hat. Je nachdem. Jetzt kommen wir zu den Ultra-Rares. Das ist der dicke Stapel hier. Und da geht es natürlich los mit dem klassischen Blue-Eyes. Es gefällt mir übrigens auch, dass hier die Sterne holographisch sind. Das passt sehr gut zu den Blue-Eyes, hätte ich gar nicht gedacht. Im Original-Artwork. Sehr schön, richtig cool. Dann haben wir den Blau gegen Weißen Drachen im LOB Artwork. Auch zweimal, gefällt mir auch sehr gut. Ist jetzt auch mal eine Alternative zum tatsächlichen LOB Blue Eyes für die Leute, die halt nicht so viel Geld haben, um sich den zu leisten, wobei er ja als Zweitauflage nicht die Welt kostet. Dann haben wir nochmal den Reprint von der Banzai-Auflage. Der hat schon seinen zweiten Reprint in Ultra Rare bekommen, was natürlich den Banzai etwas entwertet, wobei er auch noch nie wirklich so die Welt wert war. Trotzdem, weiß nicht, hätte ich die mit der Erdkugel weggelassen, um ehrlich zu sein. Ja, dann den mit der Steintafel, im Endeffekt dasselbe Artwork, nur der Hintergrund ein bisschen geändert und der Blitz hier fehlt. Den gab es schon öfter mal als Reprint in, oh Gott, der Legendary Collection 1, in gewissen Starter-Decks. Und ich muss ehrlich gesagt nur mal nebenbei erwähnt sagen, dass ich den Druck der Karten, die banden sich übrigens nicht so stark wie die Secrets, aber der Druck der Karten, ich finde den richtig gut. Ja, die sehen für mich richtig hochwertig aus. Ich habe mal auf YouTube gehört, dass einer gesagt haben soll, die seien minderwertig, aber ich finde der Druck, der ist richtig schön gemacht. Ja, gefällt mir sehr gut. Dann haben wir den Papagei-Drache. Da ging ja selbst die Kamen-Huni. Habe ich auch einmal den Kamen aus dem Tournament Pack 2. Dann gab es ihn noch aus WP11 in Super Rare und jetzt eben hier aus der Legendary Collection. Ist natürlich auch ein schöner Reprint. Gefällt mir auch sehr gut. Habe ich aber, glaube ich, leider Gottes nur einen. Genau, jetzt kommen wieder Karten, wo ich nur einmal bekommen habe. Genauso wie der Beschützer mit den blauen Augen. Da ist ja sonst das Kamen rausgekommen. Ich glaube, Ultra Rare passt auch am besten zu ihnen. Secret hat jetzt gar nicht so gut ausgesehen. Dann die Dedekree. Auch eine coole Karte, kennen wir ja alle. Dann haben wir die klassischen XYZ-Sachen. Einmal den Y-Drachenkopf in Ultra Rare, die kamen ursprünglich in MFC raus.
als Super Rare, die ganzen Teile. Dann der blauäugige Zwillingsausbruch, Drache, auch eine sehr schöne Karte. Hatte ja dann auch den Reprint im Megapack 2017, ist dann im Wert auch ein bisschen abgesunken. Und ja, hat lange gebraucht, bis ich mein erstes Exemplar in Secret bekommen habe, durch Zufall. Und es ist so die Zwischenstufe zwischen Blue Eyes und dem Ultimativen. Das ist halt die Fusion aus zwei Blue Eyes. Dann haben wir Klonen in Ultra. Genau, dann der Ring der Verteidigung. Ja, eine klassische Kaiba-Karte halt. Gibt es aber auch schon aus unterschiedlichen Sets, beziehungsweise aus, glaube ich, unterschiedliche aus einem Set. Als Promo war den Ultra mit dabei, genau. Dann haben wir den Kaiba-Mann. Das ist jetzt der erste Ultra-Print. Den gibt es sonst nur in Secret aus dem Retro-Pack und in Super Rare sowie in Kamen. Finde ich schön, dass der auch mal in Ultra rausgekommen ist. Ultra passt ganz gut zu dem, nehme ich auch gerne mit. Dann der Spiegelkraftdrache ist jetzt der zweite Reprint in Ultra aus Dragon of Legends 3, ist er ja auch in Ultra rausgekommen. Hat natürlich auch ein bisschen Einfluss auf den Preis des Prints aus Dragon of Legends 2 gehabt und ist im Allgemeinen aber eine recht coole Karte, die ich auch gerne so mitnehme. Genau, dasselbe gilt natürlich auch für den tyrannischen Explodierdrachen, der war nie wirklich viel wert, auch in Secret nicht. Ich persönlich finde aber, dass die Karte in Ultra noch wesentlich besser aussieht als in Secret Rare. Im Allgemeinen kann ich aber sagen, dass das jetzt nicht unbedingt mein Lieblingsdrache ist. Die Karte finde ich schon etwas besser, aber ich glaube, dass Kaiba den eigentlich gar nicht gespielt hat. Der ist doch aus 5Ds. Also okay, es gibt natürlich auch Oldschool-Karten, die in neueren 5D-Sets damals rausgekommen sind. Wie zum Beispiel der, das Original ist ja Rare und kam in Crossroad of Chaos raus. Finde ich eine extrem schöne Karte. Ja. Also den Tigerdrachen finde ich richtig episch, richtig cool. Wenn ihr natürlich Kaiba gespielt hat, okay, ich kann mich aber einfach nicht daran erinnern, das Monster jemals bei ihm gesehen zu haben. Dann haben wir Reiter der Sturmwinde, kenne ich sonst nur in Kamen. Ist in Ultra Rare aber auch eine sehr, sehr schöne Karte. Sieht echt blendend aus. Echt cool. Gefällt mir sehr gut. Dann haben wir den Worsplünderer. Ja, auch ein Klassiker, natürlich. Muss mit dabei sein. Geht allerdings auch nicht sonderlich viel. Der Vampirlord, ich bin mir jetzt nicht sicher, den dürft's. Gibt's den schon in Ultra Rare? Ich glaube schon, oder? Den müsste aus dem Duelist Pack Kaiba vielleicht. Ich bin mir aber nicht sicher. Ich glaube, den gibt es schon in Ultra Rare. Kann mich aber auch täuschen. Dann gibt es den tödlichen Virusdrachen. Genau, das ist auch eine Karte, die ursprünglich in Dragon of Legends 2 gedruckt wurde. Habe ich aus einem Random Booster des Sets gezogen, den ich mir bei Müllermarkt gekauft habe und war damals noch 30 Euro wert. Was natürlich jetzt nicht mehr der Fall ist. Speziell, da das jetzt ebenfalls der zweite Ultra Reprint ist. Ja, dann eine Spiegelkraft, ganz klassisch, unterscheidet sich von den anderen eben nur durch das leuchtende Symbol hier oben, nehme ich aber trotzdem mit, auch wenn ich schon 20.000 Spiegelkräfte habe, so nach dem Motto, aber die nehme ich auf jeden Fall mit in die Sammlung, eben wegen dem Unterschied, dass jetzt auch das Attribut oben leuchtet. Dann Dracheneinheit Legionär, weiß nicht, also Dracheneinheiten kann ich mich auch nicht erinnern, jemals in der Original Yu-Gi-Oh! Staffel oder Serie gesehen zu haben, deswegen, ja, keine Ahnung, was die hier drin machen, aber ich nehme sie mal mit, passt. Dann der kraftvolle Virus, ist glaube ich in, ist der auch in Shining Victories rausgekommen, Secret, ich bin mir nicht sicher, war aber glaube ich einer der schlechteren Secrets, die jetzt nicht unbedingt so gesucht waren, hier aber auch ein Ultra Rare, nett zu mitnehmen, sieht echt gut aus. Dann haben wir den Meister mit den blauen Augen, den haben wir zweimal bekommen, auch eine absolute Augenweide. Dann eine Karte, die ich sehr selten gesehen habe, dass sie gezogen wurde, und zwar Mika Tsuki no Yaiba. Ich weiß nicht, wird wahrscheinlich auch so eine alte Tournament-Pack-Karte sein, die in, wahrscheinlich in Super Rare geprintet wurde. Diese Karte, ich weiß nicht, ich habe sie auch hier bloß zweimal, wenn ich irgendwie ein Opening gesehen habe auf YouTube. Die ist ganz, ganz selten, wurde die gezogen. Vielleicht ist die auch short, ich weiß es nicht. Aber ist auf jeden Fall eine richtig coole Karte und die gefällt mir auch von der Optik her fast mit am besten aus dem Set. Dann haben wir den Vollstrecker, der müsste das Playset hier dabei sein, genau. Den gibt es ja auch noch aus einem anderen Pack, ich weiß allerdings nicht mehr, welches das war, ein Secret, wenn ich mich nicht täusche. Da war er damals richtig teuer, als ich noch ein Junge war, ein kleiner. Und ja, hier ein Ultra Rare, passt super, finde ich spitze, geile Karte. Dann Zauberreproduktion, an sich war das eine stinknormale Kamen, aber das Artwork ist halt tatsächlich extrem episch und die müsste hier fünfmal dabei gewesen sein, ja genau, finde ich richtig cool die Karte, ohne Witz. Ich finde das Artwork einfach so gigantisch, ich finde ja auch, hier ist ja auch der faszinierende Kreis, die finde ich ja auch,
unglaublich cool. Ne? Da finde ich auch das zensierte Artwork wesentlich besser als das Original-Artwork aus Japan. Dann haben wir Burg der Drachenseelen. Das ist auch so eine Karte, die ich nur so als Common oder Rare in Erinnerung habe. Ist aber ein Ultra Rare auch echt schön anzugucken. Das Artwork passt perfekt. Fusionsweiser war eine Karte, die es in Common gibt. Wurde aber auch in einem Tournament Pack als Super Rare geprintet. Habe ich auch eine. Kostete, glaube ich, auch irgendwas mit 20 oder 30 Euro. Das kriegt man sie hier als Holo auch sehr schön und günstig. Ja, passt. So muss das sein. Dann haben wir die XYZ-Kanonendrache. Wenn ich mich nicht täusche, ist der hier in einem alternativen Artwork. Der müsste normalerweise aus dem Originalset anders aussehen. Aber ja, trotzdem recht cool. Gefällt mir auch in dem Artwork. Nehmen wir auch gerne mit. Dann haben wir den mystischen Djinn aus der Lampe. Gibt es, glaube ich, aus dem Retro-Pack in Super Rare, wenn ich mich nicht täusche. Ansonsten glaube ich nicht als Holo. Gibt es noch einen alternativen Artwork aus dem Duelist Pack Kaiba. Gefällt mir aber dem Artwork beinahe am besten. Dann der Deckverwüstungsvirus. Ja, da finde ich den Ausrottungsvirus wesentlich besser von der Optik her. Ist aber auch eine schöne Karte und finde ich auch gut, dass diese ganzen Virus-Karten hier geprintet worden sind. Der Donnerdrache. Genau, hier als Playset. Geht vielleicht auch ein bisschen was. Der ist ja im Gold-Format spielbar. Da gehen ja auch teilweise die Commons immer noch 50 bis 70 Cent. Ich habe ja grad, bin da gerade am Common aussortieren, habe ich ein paar rausgelegt, die ich dann zum Tausch anbiete. Für 50 bis 70 Cent kann man sie gegen ein paar random Holos eintauschen. Ist gar kein Thema. Ich habe übrigens auch ein paar Verlockungen der Finsternis. Ich glaube noch 4 Stück sind übrig. Oder auch Gravekeeper's Ascendant oder wie das heißt und so weiter, also Karten, die halt ein bisschen was gehen. Upstart Goblins sind schon weg. Falls da jemand Interesse hat, kann er sich gerne melden. Dann habe ich Drachenauferstehungs-Rhapsody. 4-mal habe ich ja schon bei der Secret kommentiert. Nee, 5-mal sogar, genau. Dann der Kartenvernichtungsvirus. Den haben wir hier 4-mal. Ist auch, wie gesagt, eine schöne Karte natürlich. Die gibt es dann auch in einem anderen Artwork zu sehen in dem Set. Die ist hier in 2 Artworks rausgekommen. Auch in dem das halt in Japan üblich ist. Dann nochmal den Zerstörungsdrachen in Ultra. Haben wir, glaube ich, auch weitreichend kommentiert. Dann haben wir hier gleich, what, 7-mal. Ja, noch 3-mal in Ultra, dann habe ich den schon mal komplett in der Sammlung. Auch Göttin der süßen Rache haben wir schon weitreichend kommentiert. Haben wir hier 4-mal. Finde ich, wie gesagt, in Secret Rare ein bisschen hübscher. Dann haben wir den Z-Metallpanzer. Den habe ich hier auch 5-mal. Ist, glaube ich, auch eine Super Rare gewesen aus Magician's Force. Aber hier in Ultra Rare natürlich auch wahnsinnig cool mit anzusehen. Und die heutigen Holos sind natürlich ein bisschen ja, mehr shiny, sage ich jetzt mal. Dann, genau, das ist jetzt, glaube ich, die teuerste Karte hier, die man zu sehen bekommt. Das ist ein Ghost Ogre, Geister Ogre und Schneehase eben in Ultra Rare. Habe auch einige in Super und einige in Gold. Und jetzt in Ultra Rare, finde ich, passt aber beinahe nebst Secret und Ulti am besten zu der Karte. Finde ich cool, nice. Habe ich einen guten Tausch gemacht damals, bin sogar, glaube ich, plus gegangen bei dem Tausch. Richtig cool. Dann Exil des Bösen, auch so eine Karte, die halt vorher teuer in einem Tournament-Pack erhältlich war. Eben hier jetzt auch relativ günstig als Reprint zu sehen. Gefällt mir auch recht gut in Ultra Rare. Passt. Genau, dann haben wir die Schleife der Zerstörung. Das ist natürlich auch wieder so ein Fall für sich. Ne? Haben wir ja auch schon als Secret Rare gesehen. Auch schon weitreichend oder weitestgehend kommentiert. Ich finde halt, ich weiß nicht, die Schleife der Zerstörung so als Konzept finde ich jetzt nicht so toll, weil es einfach bloß ein verformter Ring der Zerstörung mit einem anderen Effekt ist. Finde ich ein bisschen fantasielos, aber naja. Selbige ist natürlich auch mit dem königlichen Herr der Drachen. Den habe ich hier, glaube ich, jetzt auch 7-mal. auch unglaublich cool, finde ich auch mega nice. In Ultra Rare sieht er auch extrem gut aus, wobei ich immer noch der Meinung bin, dass er in Secret halt besser aussieht, aber das ist halt tatsächlich auch, wie gesagt, meine Lieblingspromo und von dem kann er eigentlich nie genug haben. Das heißt, ich brauche jetzt noch 3 Stück in Ultra und 8 Stück in Secret und dann ist er auch schon wieder fertig. Dann
gerechte Nachspeise. Die war, glaube ich, auch mal spielerisch relevant. Ich weiß nicht, wie viel die hier als Ultra Rare geht. Keine Ahnung. Aber ich glaube, als Kamin konnte man sie mal eine Weile für einen Euro verkaufen. Finde ich cool, dass die Karte hier einen Reprint bekommen hat. Das ist ja auch, glaube ich, der erste Holoprint, wenn ich mich nicht täusche. Vielleicht wurde sie auch noch irgendwo in einem Tournament Pack als Super Rare geprintet. Keine Ahnung. Kann ich mir aber nicht vorstellen oder weiß es zumindest nicht. Ja, dann haben wir den klassischen Ring der Zerstörung. Ja, den gibt es ja auch schon anderweitig in Ultra Rare aus, war das die Invasion of Chaos Special Edition? Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, Entschuldigung. Und ja, natürlich wird die auch in die Sammlung aufgenommen. Ich glaube, Ultra Rares habe ich eh noch nicht komplett fertig. Fehlen noch ein oder zwei, aber naja, hier wegen dem leuchtenden Symbol nehme ich die trotzdem mit auf. Dann der ansteckende Ausrottungsvirus, mein Lieblingsvirus sozusagen. Finde ich, sieht optisch einfach beinahe am besten aus. Und ja, fünfmal passt. Ich habe ihn noch ein paar Mal in Secret Rare, da sieht er noch besser aus. Aber Ultra Rare ist ebenfalls eine Seltenheit, die recht gut dazu passt. Dann haben wir nochmal den Kartenvernichtungsvirus in seinem anderen Artwork, das mir beinahe noch besser gefällt. Weiß nicht, der sieht irgendwie düster und besser aus. Ne? Einfach, weiß nicht, mir gefällt er einfach besser als der andere. Dann haben wir Kralle des Kretias, auch eine Karte, die halt schon in Dragon of Legends und Dragon of Legends 2 und 3 rauskam, also jetzt quasi der dritte Reprint, was natürlich den Wert, der ja ohnehin nicht mehr allzu hoch war, schmälert. Und zu guter Letzt haben wir zweimal den schweren Unterstützungsmech, eine Karte, die mich jetzt so gesehen nicht wirklich beeindruckt. Ja, das soll es gewesen sein. Das war das Mega-Opening der Legendary Collection Körpersachen. Ihr könnt ja mal eure Meinung auch zum Set unten da lassen, wie ihr das findet, was eure Lieblingskarten sind. Ob euch das Video gefallen hat, Daumen nach oben lassen, wenn es euch gefallen hat. Und wir sehen uns dann zum nächsten Video. Und bis dahin, macht's gut und haltet die Ohren steif.